Brüder und Schwestern in Christus, der vierte Sonntag der Osterzeit ist traditionell der Sonntag des guten Hirten, deswegen auch das heutige Evangelium. Es geht auch darum, sich das wieder in Erinnerung zu rufen, dass für die Ausbildung der Hirten in der Kirche nicht nur einige wenige verantwortlich sind, sondern die ganze Gemeinde, also auch ihr, die ihr hier sitzt. Das bringt mit sich so einige Verpflichtungen. Die erste und wichtigste ist für jeden von uns auch darum zu beten, dass der Herr uns Arbeiter sendet in seinen Weinberg. Ihr wisst es besser als ich, seit etlichen Jahrzehnten habt ihr eigentlich keinen Pfarrer gehabt, der aus Österreich stammte. Der Pater Johannes war eine Ausnahme, aber es war auch nicht seine erste Aufgabe, hier als Pfarrer zu sein. Er wurde hier eigentlich also zu seiner Pension geschickt. Es hat sich so ergeben, dass er das Pfarramt übernehmen musste. Es zeigt nicht, dass wir hier schlecht beten, sondern dass eine Not auch da ist, um sich das noch einmal ins Bewusstsein zu rufen. Und das ist die Verantwortung auch des Einzelnen, der Getauften, um diese Berufungen im persönlichen Gebet zu bitten. Institutionell machen wir es sehr oft. Wir beten hier von diesem Ort um Berufungen für die Kirche, also auch für unsere Pfarrgemeinde. Das ist die erste Verpflichtung, die jeder von uns hat. Und die zweite ist schwieriger und ich meine auch wichtiger. Dass man beten soll, ist ja keine große Entdeckung. Die zweite Verpflichtung ist, Lebensbedingungen zu schaffen, damit sich Berufungen entwickeln können. Und das bedeutet nicht nur, wenn vielleicht das eigene Kind sich mit diesem Gedanken beschäftigt, einen geistlichen Weg im Leben einzuschlagen, ihm das zu ermöglichen. Sicher, das ist auch gemeint. Aber es ist viel mehr. Ich war jetzt 1,5 Wochen nicht da. Ich war mit Pilgern in Polen, in meiner Heimat unterwegs. Es war eine spannende und schöne Fahrt. Und wie ich zurückgekommen bin, musste ich dann zum Provinzkapitel, damit wir neue Provinzleitung wählen, die dann für die nächsten 3 Jahre Entscheidungen trifft. Und wir waren auch in einem Ausflug, ich weiß jetzt nicht, wie die Kirche heißt, das ist in der Nähe von Wels, ist ja wurscht, wie sie heißt, bei Stift Lambach, das ist eine Dreifaltigkeitskirche auf einem Berg. Eine der schönsten Kirchen, die ich im Leben gesehen habe, sehenswert. Auf jeden Fall, wir sind da alle zusammengefahren, also wir waren, glaube ich, 68 Franziskaner beim Provinzkapitel, das ist ungefähr die Hälfte, die es noch in Österreich gibt. Da haben wir auch gemeinsam die Vesper gebetet und das war für mich ein Erlebnis. Da wusste ich, wo ich zu Hause bin, dass meine Provinz mein Zuhause ist, dass meine Berufung Franziskaner sein ist. Das waren die Lebensbedingungen, die mir meine Brüder unbewusst geschafft haben. So kann ich weiter wirken. Ich weiß um meine Berufung, weiß, wo ich hingehöre, mit wem ich meinen Weg zusammen gehe. Wo schaffst du solche Lebensbedingungen? Für die den geistlichen Dienst verrichten. Das ist die Frage, die sich jeder von uns heute stellen sollte. Nicht nur ihr, ich auch. Wo ermögliche ich es, Menschen, die sich in den Dienst Gottes stellen, dass sie diesen Dienst mit Freude ausüben können? Es ist nicht immer einfach. Das ist so wie im Leben. Vater zu sein, Mutter zu sein, ist eine schöne Sache, aber nicht immer einfach. Ich sage nicht, dass ich keine Unterstützung von euch bekomme. Bekomme ich genug, sonst wäre ich nicht da. Ohne diese geht nichts in keine Pfarre. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber
Das heutige Evangelium lädt dazu ein, darüber ein bisschen zu reflektieren, sich das zu überlegen. Worum geht es hier? Jesus predigt davon, Schafen, Hirten, eine Wirklichkeit, die uns eigentlich fremd ist. Aber es geht um eine Sache. Die Schafe sollen ihren Hirten erkennen. Und da geht es zuerst um Jesus, um Christus und um seine Kirche. Um die Beziehung zwischen den beiden. Es ist, in der Kirche geht es nicht sehr darum, etwas zu wissen, sondern eine Beziehung zu haben. Die erste, die man pflegen muss, ist meine Beziehung zu Christus, also deine Beziehung zu Christus. Wie viel Zeit investiere ich in diese Beziehung? Das ist eine Frage, wo die Antwort mich selber manchmal erschreckt, wie wenig ich Zeit in diese Beziehung investiere, obwohl ich es eigentlich besser wissen sollte. Ich weiß es besser. Ich tue das nicht. Und Jesus ruft heute, suche mich, baue diese Beziehung auf, damit ich dich tragen kann, wo du nicht weitergehen kannst. Aber es geht noch weiter. Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen dem Hirten und seinem Schafen, also zwischen Christus und uns allen. Für Christus in der Kirche ist jeder Bischof ein Bild. Also ist auch unsere Beziehung zu unserem Bischof. Wo unterstützt du, wo unterstütze ich unseren Bischof mit unserem Wirken, mit unserem Gebet? Auch eine Frage, die man sich vielleicht stellen sollte. Ich sage nicht, dass ihr jetzt den Pfarrer groß unterstützen solltet. Das tut ihr, das ist schön. Das wäre ein bisschen nicht sehr uneigennützig, wenn ich euch noch mehr darum bitten würde. Aber ich bitte euch darum. Viel wichtiger ist auch, dass die Schafe untereinander sich kennen. Das ist etwas, was in der Moderne einfach überall zugegen ist, in unserer Zeit. Das ist schon Postmoderne, Postpostmoderne, egal wie man die Zeit nennt. Wir kennen uns nicht mehr. Sehr oft wollen wir miteinander nichts zu tun haben, weil wir sind, wie wir sind. Jeder von uns hat seine Ecken und Kanten, das ist gut so. Man braucht auch ein bisschen Privatsphäre. Aber was verbindet uns eigentlich miteinander, außer dass wir getauft, gefirmt sind und hier in diesem Raum zusammensitzen? Christus bietet uns die Möglichkeit, die Beziehungen auch untereinander zu knüpfen, zu stärken. Und wo du nicht weiter weißt, wie du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester umgehen sollst, überlasse es Christus in den Händen. Sag ihm, dass diese Beziehung nicht klappen kann zu diesem einen Menschen, dass das vielleicht eine Sorge ist, und bitte ihn, dass er dich unterstützt. Das ist auch seine Aufgabe. Also wie man sieht, das heutige Evangelium ist sehr vielschichtig, sehr verschachtelt. Aber ich habe an euch eine große Bitte. Betet um neue Berufungen, um geistliche Berufungen. Und das sind nicht nur Berufungen zum Priestertum und zum Ordensleben. Weil auch eine Ehe, besonders die Ehe, ist eine geistliche Berufung in der Kirche. Das ist der normale Weg für jeden Christen, jede Christin. Gott pickt sich Einzelne heraus. Einige sind nicht dazu fähig, in einer Ehe zu leben. Andere geben diese Fähigkeit auf, um des Himmelreiches willen. Egal. Betet für die Familien in unserer Pfarre. Das ist der Grundstein, auf dem die Kirche steht. Und wenn man sich unsere Familien anschaut, es ist nicht immer einfach. Es gibt sehr viele Familien, die sich sehr bemühen, gut miteinander auszukommen. Aber wie viele sind an diesem Auftrag gescheitert? Wo unterstütze ich diese Menschen? Das ist auch eine Aufgabe,
die uns zugewiesen ist, füreinander da zu sein in schwierigen Zeiten, nicht auszuschließen. Und deswegen hat auch unser Papst jetzt eine Bischofssynode zu diesem Thema einberufen, zum Thema Ehe, Familie, um zu schauen, wie wir als Kirche die Menschen in ihren Krisen unterstützen und begleiten können. Es ist nicht einfach. Also das ist heute eine große Einladung, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, die den Namen Kirche trägt. Meine Beziehung zu Christus, meine Beziehung zu meinem Bischof, gibt es da überhaupt eine? Meine Beziehung zu meinen Brüdern und Schwestern im Glauben, die vielleicht mit mir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wo kann ich noch etwas verbessern? Wo kann ich Christus in diese Beziehung einladen? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen sollten, die uns an diesem Sonntag begleiten sollten.